Unser heutiges Thema ist die Verarbeitung des Halsausschnittes. Ihr wisst, dass es unzählige Varianten gibt, wie man den Ausschnitt vernäht. Heute schauen wir uns eine davon an. Eine der vielen Methoden, wie man den Ausschnitt vernäht. Sehr oft vernähen wir mit einem Schrägband, aber der Herbst steht vor der Tür und es ist an der Zeit, sich zu überlegen, wie man die Schnittkanten zum Beispiel bei Jersey anständiger vernäht. Eine Tunika, einen Pulli, einen Überwurf oder noch etwas. Heute müssen wir lernen, den Ausschnitt zu vernähen. Unser Thema haben wir folgendermaßen genannt. Den Ausschnitt mit einem breiten und vierlagigen Beleg vernähen. Merkt euch, mit breitem und vierlagigem Beleg. Svetlana Alexandrovna wird uns dabei helfen. Sie schneidet gleich den Beleg aus. Ich habe zunächst dieses Stück, um den Kernpunkt zu erklären. Wir werden unseren breiten Beleg anlegen. Der Beleg ist vierfach größer als unser endgültiges Schrägband und werden 1,5 cm entlang der Kante absteppen. Dann werden wir das erste Mal umschlagen, dann noch einmal und diese Kante somit bedecken. Als Ergebnis bekommen wir so ein breites Schrägband, das wie eine Rolle aussieht. Besser wäre es, nicht zu platt zu bügeln. Man muss sehr akkurat bügeln. Wir machen mit Absicht diese Lektion, damit ihr versteht, wie es geht. Unser Schrägband soll 1,5 cm breit werden. Dies bedeutet, dass wir viermal breiter ausschneiden müssen. 6 cm, wenn man bedenkt, dass für das Volumen ein paar Millimeter verschwinden. Wir schneiden ein Schrägband 6,5 cm breit aus. 6,5 cm breit und die Länge ist etwas länger als der gesamte Ausschnitt. Ich wiederhole immer wieder, wenn es um die Schrägbänder geht, dass sie exakt in 45 Grad Winkel zur Webkante ausgeschnitten werden. Schon bei kleinster Winkelveränderung legt sich das Band nicht mehr richtig an. Es ist alles fertig, nun werden wir es mit dem Ausschnitt heften. Nun müssen wir eine Linie 1,5 cm entlang der Schnittkante markieren. Akkurat mit spitzer Kreide exakt 1,5 cm auftragen. Hier darf man keine Fehler machen. Sollten wir irgendwo 1,8 anstatt 1,5 cm absteppen, so gelingt der gesamte Beleg nicht. Nun schaut, Svetlana Alexandrovna steckt das Schrägband mit dem Ausschnitt ab. Merkt euch die Reihenfolge, denn diese Aufgabe werdet ihr in dieser Reihenfolge ausführen. Auf diese Weise erleichtern wir uns zum Herbst hin das Leben. Wir werden wissen, wie man den Ausschnitt bei wärmeren Kleidungsstücken vernäht. In dieser Etappe, wo wir das Band abstecken, spannen wir dabei das Band einen Hauch an. Wir spannen nicht so stark an, nur einen Hauch. Wenn ihr ungeübt seid, so werdet ihr heften. Nach dem Abstecken könnte man heften. Den Überschuss kann man jetzt abschneiden. Nun aufgepasst. Wir steppen 1,5 cm breit ab. Exakt auf der markierten Linie. Die Schnittkanten sind dabei bündig. Die Naht ist 1,5 cm breit. Und so im Kreis herum. Wenn ihr bemerkt, dass ihr nicht zurechtkommt und der Stoff sehr locker gewebt ist, dann kann man versteifen. Entweder das Band mit einer feinen Gewebeinlage in schräger Fadenlaufrichtung oder den Ausschnitt versteifen. In unserem Fall ist alles fest, da versteifen wir nichts. Wir steppen 1,5 cm breit ab, entlang des gesamten Ausschnittes. Beachtet bitte, dass wir das Schrägband weder gebügelt noch etwas dran gemacht haben. Wir steppen einfach ab. Ihr werdet in derselben Reihenfolge absteppen. Jetzt werdet ihr wissen, was ein breiter und vierlagiger Beleg ist. Nun heftet Svetlana Alexandrovna ab. Danach geht es weiter. Danach versteht ihr, wozu dies gut ist. Damit wir uns sicher sind, wenn wir von der linken Seite arbeiten, dass von rechts alles in Ordnung ist. Sonst kann es passieren, dass sich beim Bügeln Falten bilden. Und man sollte es nicht unnötig oft bügeln. Nun zeige ich, was wir jetzt haben. Schaut hierher.
Das ist unser Beleg. Wir haben ihn angenäht. Hier verläuft die Steppnaht, 1,5 cm breit. So sieht es jetzt aus. Ist abgeheftet. Wir haben hier nicht gebügelt, sondern nur abgeheftet. Nun seht, was gemacht werden muss. Wir legen den Beleg so schrittweise aus und bügeln die Kante bis zu dieser Schnittkante um. Seht, so bügeln wir um, so dass diese Schnittkanten bündig sind. Diesen Umbruch, den wir per Hand annähen werden, bügeln wir ein wenig. Wer noch nicht geübt ist, kann diese Kante bündig anlegen, so dass sie sich berühren und heftet diese Kante ab. Ich denke, dass Svetlana Alexandrowna es nicht nötig hat zu heften. Sehr akkurat. Bügelt nur den Umbruch, nichts anderes. Um keine Falte in der Mitte zu machen und die Form einer Rolle zu erhalten. Die Naht ist in unserem Fall 1,5 cm breit. Wir mussten das Band 6 cm breit ausschneiden, aber wir haben es 6,5 cm breit gemacht. Die paar Millimeter als Zugabe für den Volumen. Die Bügelarbeiten sind beendet. Nun begeben wir uns zum Tisch, um all das zu verschließen. Beachtet bitte, Svetlana Alexandrowna, schneide den Überschuss der Nahtzugaben ab. Denn nach dem Umschlagen bilden sich durch vielen Stoffschichten Verdickungen. Wir entfernen die Überschüsse. So, hier auch. Beachtet bitte, dass unsere Belege hinten mit einem Schlitz enden. Darum schlagen wir jetzt die Nahtzugaben in der hinteren Mitte um, gemeinsam mit dem Beleg. Seid aufmerksam. Und bedecken mit dem Beleg die Schnittkanten und heften. Zuerst heften wir und dann vernähen wir per Hand. Wir überprüfen alles. Wer das System 10 Maße hat, hat das Schnittmuster immer griffbereit und kann sich auf die Schnelle ein Pullover oder sonstiges kreieren. Wenn ihr wisst, wie man derartigen Beleg vernäht, so werdet ihr immer was zum Kleiden haben. Wir werden jetzt noch mehr derartige Lektionen durchgehen. Auf diese Weise heftet ihr den gesamten Ausschnitt und am anderen Ende wird die Kante ebenfalls umgeschlagen. Pause. So sieht unser vierlagiger Beleg aus. Wir haben ihn noch nicht per Hand zugenäht und noch nicht gebügelt. Wir haben nur geheftet. Begutachtet, wie es aussieht. Es ist noch überhaupt nicht gebügelt. Folgendes. Selbstverständlich werden wir es jetzt mit dem Bügeleisen einhalten. Und wenn es so ein wenig abstehen möchte, so hat es auch was Schönes dran. Versucht es nicht so stark zu formen. Aber wenn ihr es unbedingt flacher haben möchtet, so muss man gewisse Schritte mit dem Bügeleisen machen. Svetlana Alexandrowna kann sehr gut mit dem Bügeleisen umgehen. Sie wird den Ausschnitt gleich sehr schön formen. Seht, wie es aussieht. Schaut. Sehr schön. Nun werden wir bügeln. Wir werden direkt hier bügeln. Man hätte dies auch auf dem Bügelbock machen können und auf dem Bügelbrett.
Aber Svetlana mag es sehr, auf der Büste zu bügeln. Sie liebt es, alles auf der Büste zu bügeln. Es wird sehr stilvoll aussehen. So ein Nähtrick ermöglicht euch viele Möglichkeiten. So sieht unser breiter, vierlagiger und schräger Beleg aus. Nun nehmen wir ab und vernähen per Hand die linke Seite mit einem Blindstich. Danach muss man alle Heftnähte entfernen. Nicht so große Stiche, nicht größer als 4 mm, besser noch kleiner. Mit der Nadel drunter fassen, so dass nichts sichtbar ist. Es ist zwar die linke Seite des Nähstückes, aber wir lieben, wenn die linke Seite auch schön ist. Darum so lala nähen ist nicht erlaubt. Ich mag es überhaupt nicht, wenn es so lala genäht wird. Auf diese Weise vernähen wir den gesamten Beleg. Es gibt heutzutage wenig Kleidung, die so nähtechnisch ausgeführt ist. Wenn ich die Menschen beobachte, so ist alles auf die Schnelle gemacht worden. Schnelles und billiges Nähen, das ist irgendwie traurig. Ich wünsche mir, dass wir schöner sind. Ich spreche schon gar nicht über den Schnitt und Stil. Ich spreche jetzt nur von der Nähtechnik. Die Nähtechnik ist ein sehr wichtiger Punkt in unserem zukünftigen schönen Leben. Darum muss man sie erlernen. Wir beenden unseren Blindstich. Svetlana Alexandrowna zeigt uns gleich, wie es weitergeht. Hier muss man auch ein wenig befestigen, damit nichts rausrutscht. Es bleibt uns nur noch die Heftnaht zu entfernen und ein wenig endgültig bügeln. Wir entfernen die Heftnaht. Die Heftnaht muss man in kurzen Abschnitten entfernen. Man darf nicht durch den gesamten Ausschnitt am Stück ziehen. Das ist die linke Seite unseres Musters. Seht, wie schön. Und das ist die rechte Seite. Wir haben zunächst die erste Naht abgeheftet. Hier werden wir die Heftnaht auch gleich entfernen. Und die Rückseite haben wir auch geheftet. Beachtet, dass wir nichts geklebt haben. Wir haben alles ohne die Gewebeeinlage ausgeführt und es ist ausreichend steif geworden. Ist der Stoff sehr weich, so kann man ihn mit sehr feinen Gewebeeinlage verstärken. So sieht es von rechts aus. Wir führen euch die Vorder- und die Rückseite vor und wie es im fertigen Zustand aussieht. Nun werden wir dezent bügeln, um die Spuren der Heftner zu entfernen. Unser Nähstück ist dann fertig. Wenn alles richtig gemacht wird, so geht alles schnell voran. Die Geschwindigkeit der Arbeit hängt davon ab, wie gewandt wir in der Nähtechnik sind. Nähtechnisch richtig ausgeführte Arbeit ist zeitlich schnell, denn all die Stockungen kommen von dem fehlenden Wissen. Ich habe oft gesehen, wie Menschen sich beim Nähen quälen. Nun schaut, wie wunderbar, einfach schick. So sieht ein breiter, schräger und vierlagiger Beleg aus. Die Bezeichnung haben wir selbst ausgedacht. Wir wissen nicht, wie es nähtechnisch heißt. Wir haben beschlossen, dass es ein breiter und vierlagiger Beleg ist. Und so geben wir es an euch weiter. Perfekt. Hier wird von links ein Haken oder ein Knopf mit Schlaufe angenäht. Hier so zack. So sieht es aus. Lasst uns abwechslungsreich sein von Tag zu Tag. Beachtet bitte, dass der Beleg andere Farbe sein kann. Zum Beispiel ein weißer Beleg zum schwarzen Pulli und weiße Manschetten. Oder beige zum Braun oder noch irgendwie. In unserem Fall ist es gleichfarbig. Lasst eurer Fantasie freien Lauf und seid abwechslungsreich mit guten nähtechnischen Kenntnissen. Alles Gute! Mit euch waren Irina Pauchste, Svetlana Alexandrowna und unser ganzes Team.